Halt. Da musst du auf jeden Fall noch. Und dann müsste ja eigentlich... Eigentlich ja, müsste ja hier dann so. Wieso habe ich das hier in einer Asymmetrie? Ich bin verwirrt. Einser links. Einser links. Ach, wird schon passen. So. Habe ich jetzt beschlossen, das passt so. Gut. Ja, schön, dass das hier alles passgenau ist. Treppe. Treppe. Warte mal. Das ganze Pferd satteln wir jetzt einmal von hinten auf. Zäumen wir von hinten auf? Egal, das wird von hinten. Das klingt auch falsch. Ach, das ist doch doof. Hier kann ich doch auch keine Treppe machen. Oh Mann, oh. Tja, auch nicht. Na doch, eigentlich schon. Hier schon. Hier ist so eine Treppe. Da gehst du da so und dann hoch. Das wäre eigentlich... So ein idealer Standard wäre das. So, Das ist Schwarzeiche. Pass auf. Das wird jetzt einer meiner größten Kuse werden. So. Achso. Mitdenken wäre auch ab und zu mal vonnöten. Das kann man von außen setzen. Ja, mitdenken. Schon recht. Lacht mich nur aus. Eine Treppe. Das hier muss dann aber auch ein bisschen variiert werden. Weil ich mir das so genau betrachte. Könnte man ja prinzipiell auch hier. Hier. Ach, das ist alles viel zu kompliziert hier gerade. Das übersteigt meine Fähigkeiten. Nicht. Eine Steintreppe? Eine Holztreppe? Ach, mir fällt da schon was ein. Wie schön, dass wir hier den guten Akazienboden verlegt haben. Was haben wir denn hier? Steinziegel. Ach komm, mach mal eine Steinziegeltreppe. Sind wir nicht so? Auch er darf Stein verwenden. Außerdem hier, wenn du, nennt sich das Bordüre? Ach, was weiß ich. Wenn du das Dings da anguckst, das ist ja auch aus Stein. So. Jetzt, guck mal, was ich hier zufällig gerade gefunden habe. So. So, wenn du jetzt dann hier so zack und zack. Dann hast du hier dann quasi einen doppelten. Und dann muss ich das hier trotzdem abändern. Na gut. Dann sei es so. Auf jeden Fall Zombiehand weg und Fichte. So. Da könnte man vielleicht höchstens noch so ein... Ach Gott. So ein Einerfenster könnte man da höchstens noch machen. Dann geht das nämlich dann hier so nicht. Müsstest du ja auf dem Kopf die Treppe hoch. Geht ja auch nicht. So. Und... Mach das jetzt, wie ich das will. Ich bin hier der Lord Regent. Na also. Gut. So, und dann hättest du hier so ein... Wo ist denn das Ding jetzt hinter? So ein Einerfenster. Ob das natürlich so toll ist? Eher nicht so. Pockety. Ja, ich weiß. Seid ruhig. So eine Scheißhausluke? Obwohl, warte mal. Fichte. So. Als wäre nie was gewesen. Weil dann kannst du nämlich hier noch pop, 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 pop. Dann sieht das so ein bisschen was gleich aus. Und dann kann man hier zumachen. So, dann ist das eine stabile Treppe gebaut für die Ewigkeit und noch ein bisschen länger. Dann kann man das hier öffnen. Da habe ich Angst, dass ich mir in den Kopf stoße. Ja,
Das muss natürlich weichen. Und da muss ordentliches Dingsbums rein. Die hier. So. Du bist natürlich zu viel. So. Oh nein, oder? Bitte, bitte nein, bitte, bitte nein. Oh Mann, oh. Das ist jetzt natürlich wieder dünnes per excellence. Kacke. Na, Wendeln ist da auch nicht mehr. Verdammt. Oh Mann, oh. Ach, das ist doch alles. Na gut. Es hilft nichts. Ach ja. Das ist halt das, wenn du das Innendesign immer erst anfängst, wenn das Außendesign steht, ne? Weil jetzt, ja, siehst du, wo wir sind. Darf ich das hier erstmal abdingsen? Wieder daran. So. Genau, wegen einer Treppe reicht mir das jetzt nicht. Ja. Genarf. Huch. Oh, guck mal, Steine. Pock. Ich wollte keine Knöpfe draus machen, ne? Nee, gut. Nicht, dass ich jetzt schon wieder irgendeinen Mumpitz gemacht hätte, den ich eigentlich gar nicht so fabrizieren wollte. Hallo? Hallo? Nein! So. Man hat schon nicht leicht als Sortigent. Hüpf. Hm. Na doch, kann man so lassen. Da kommst du da so lalalala. Dann kannst du hier vielleicht so eine Fensterluke hier reinzimmern. Na doch, das könnte man. Könnte man. Wenn ich denn die Stufen finde, da sind sie. Da kommt ja das Fenster hier ein bisschen versetzt, mein Gott. Ist halt so. Kann nicht alles immer schön sein. Obwohl doch, bei uns schon. Machen wir hier noch so ein Doppel rein? Würde eigentlich passen, ne? So ein kleines. So. Lass hier ein Fenster, da ein Fenster, kannst du ein bisschen gucken und dann kommst du hoch. Das hier stört. Hihi, da kann man noch mehr tricksen. Ach nee, kann man nicht. Kacke. Da kommt ja hier so ein. Wo ist er? Balken. Balken bitte 3. Hier ist er. So. Was hat mich da jetzt reingepflanzt? Oh Mann, nein, Ernst. Nein, nein, nein. Hä? Hä? Akazie? Wo sind... Da sind sie doch. Nee, da. So wie Zeug, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Aber jetzt erstmal... Gute Nacht. So, herzlich willkommen hier von der Baustelle des Waldschrates. Hier in der Ecke könnte man dann eigentlich... Oder da ist so eine... Na, egal. Können wir uns später drum. Jetzt auf jeden Fall Schwarzeiche, hätte ich gesagt, ne? Hab ich. Hat er. Nee. Muss. Das muss so. Schwarz. Na, das ist ein bisschen viel. Machen wir erstmal 16. Zack. So muss das. So, dann müssen wir halt mal gucken, dass wir vielleicht die Fensteranordnung ein bisschen anders machen und so. So. Dugi, und dann kommt hier so ein toller Boden rein. Was das für ein Boden wird, fragt ihr euch? Frage ich mich eigentlich gerade auch. Wird auf jeden Fall ein bodiger Boden. Und dann müssen wir ja hier noch weiter mit Fichtenholz arbeiten. Hui! Na okay. Ups. So, dann wird das nämlich hier das Schlafgemach, beziehungsweise der Wohnbereich des
guten Herrn. Da hat er nämlich unten so sein... Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Das ist ja eigentlich genau dasselbe Prinzip wie bei einem Steinmetz. Wobei ich das doch eigentlich gar nicht wollte. Ich wollte das doch ein bisschen separiert haben. Na egal. Egal. Naja. So, pass mal auf. Das ganze Gerödel hier, das lassen wir jetzt erstmal kurz an da. Schwarze Eichenholzstufen. Oh nein! Warte, ich muss mir angucken. Obwohl, kann man glaube ich lassen. Doch. Kann man lassen. Wollte schon sagen, Schwarzeiche hatte ich ja eigentlich fürs Dach gedacht. Gedacht fürs Dach. Stufen. So, Boden. Freunde, Boden. Hier geht jetzt erstmal das hier noch rum. Definitivst. Ist das eine Schwarzeichenholzdecke? Alter Verwalter. Boden hatte ich gesagt. Om, nom, 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 nom. Gott, was ist das für eine... Nee, du. Quarz wäre wieder ein bisschen übertrieben vielleicht, ne? Stein ist wieder so rustig. Ach, ich glaube, ich weiß, was ich hole. Wachse! Mach was, der da drüben hat's auch gemacht. Naja. Nee, Trope nicht, das sieht zu billig aus. Jetzt haben wir die Wahl. Nee, ich glaube, ich nehme meine erste Wahl. Der erste Gedanke ist ja meist der richtige. Deshalb werde ich den jetzt einfach mal weiterverfolgen. Oh, wir haben schon wieder 28 Level, guck mal. Ups. Da können wir ja demnächst bald schon wieder verzaubern. Alter, das mit der Grafik, das ist echt gerade noch so ein bisschen Banane. Ich hoffe, das sieht man auf YouTube nicht so krass wie hier gerade in-game. Das ist echt... Schön. Gefällt mir immer wieder. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Ins Lager. Ja. Ups. Ach, so ein Obsidianboden wäre doch genau das Richtige, oder? Nein. Viel zu teuer. Außerdem müsste ich da erstmal farmen gehen. Fluch der Tür. Verpfeife dich. Ist das eine Lautstärke? Haben wir? Braun. So, warte, ich schau mir das mal an. Nee. Braun mal definitiv nicht. Nee, rosa auch nicht. Unbedingt. Grün, gelb, grün, blau, weiß. Weiß gefärbten Ton haben wir jetzt nicht die Welt, ne? Was ist denn eigentlich mit rot? Rote Wolle, rot gefärbter Ton. Ich weiß nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Ach so, ein bisschen gräulich vielleicht, hä? Huh? Ach nee, das Grau ist Glas. Na, ich weiß nicht, das sieht eher aus wie Asphalt. Oh Mann, oh. Kann nicht so schwer sein. Obwohl, doch. Nee, das schaut auch nicht gut aus. Na, das sieht eher aus wie so eine Braun-Variation irgendwie, ne? Hat auch nichts. Nee, sieht ja aus wie rauer Putz. Ah, dass das so schwer ist. Nee. Oh Mann, oh, Hilfe. Nee, auch nicht. Den auch nicht. Gelb, da kann ich genauso gut. Sandstein, wieso nicht gleich?
Meine Güte, ihr habt die besten Ideen.